So, servus liebe Leute da draußen, alle die uns sehen auf unserem Kanal und die uns schon vermisst haben. Ich wollte mich mal melden bei euch, damit ich euch erzähle, was wir 2024 so vorhaben und vorhatten. So, das ist mir ein totales Anliegen, weil es gibt bestimmt einen Haufen Leute, die drauf warten, von uns zu hören, und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns gar nicht melden. Also, was ist los bei uns? Wir waren ja im Januar in Fuerteventura und kamen zurück und alles gut, und irgendwann vor 2-3 Wochen haben wir Beule geholt, und unser Plan war, dass wir vor Ostern noch Richtung Italien fahren und dort Richtung Genua weiter, damit wir dann die Fähre nach Marokko nehmen. Ja, das war unser Plan. Allerdings ging es dann so los, dass kaum hatten wir Beule daheim, ist sie nicht mehr angesprungen. Und natürlich haben wir uns Hilfe angefordert, weil wir hatten das Auto ja gerade im Winter oder über den Winter bei Toms Fahrzeugtechnik und hatten Service machen lassen und so weiter. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann der Ursache auf den Grund gekommen sind. Es war ein Problem am Kraftstofffilter, der hat Luft gezogen. Das Doofe an so einem Glasvorfilter ist das, wenn Glas ist und unten eine Konterschraube, die aus Metall besteht, und Metall auf Glas, und man schraubt es ein bisschen zu fest oder durch die Vibrationen wahrscheinlich irgendwo, ja, springt irgendwann mal vielleicht das Glas. Ich glaube, das ist jetzt quasi so eine super Konstruktion. Ich weiß nicht, wieso man das aus Glas macht, keine Beilagscheibe irgendwie dort mit einarbeitet, damit nicht Glas, Metall irgendwie direkt zusammenkommt. Aber anyway, hat auf alle Fälle nicht funktioniert, und so haben wir eine Zeit lang gebraucht, bis wir Beule wieder am Laufen hatten. So, und dann ging es weiter. Ja, ich hole mal ein bisschen aus. Meine persönliche Problematik. Und zwar schaut es folgendermaßen aus. Vor, ich sag mal, 2 Jahre zurück oder so, habe ich schon gemerkt, dass mein Stoffwechsel irgendwie ein bisschen problematisch wird, dass sich verändert und so weiter. Und wie das halt so ist, man denkt sich immer, ja, wie bisher klappt das schon und das repariert sich alles von alleine. Ich habe sozusagen nichts gemacht und habe das so weiter schleifen lassen. Vor Marokko habe ich mir gedacht, das ist irgendwie doof, wenn ich da so weitermache. Und gerade in Marokko, wo die Leute ja so zutraulich sind, ist es doof, wenn man am Tag 5, 6, 7 Mal ein Örtchen braucht, wo man am besten ungestört sein will. Und da habe ich mir gedacht, geh zum Arzt, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit und lass das reparieren. Das habe ich gemacht, und jetzt setzt euch hin, bevor ihr wieder aufstehen dürft dann. Ich habe ein Sigma-Karzinom und eine Metastase davon an der Leber. So, das waren jetzt die schlechten Nachrichten. Jetzt kommen nur noch gute Nachrichten. Also die Profis werden schon wissen, Karzinom ist die üblere Sorte von so einem Darmkrebs. Und die gute Nachricht ist das, dass die Ärzte gleich beim ersten Check, wo ich schlussendlich auch operiert worden bin, dann kommen wir aber noch dazu, gesagt haben, das kriegen wir wieder hin, obwohl ich über 2 Jahre gewartet habe. Ja, und der Arzt meinte, wir sprechen nicht von Verzögerung oder irgendwas, sodass sie noch 2-3 Jahre zu leben haben, sondern wir reden von Heilung. Und das hat mir natürlich vom ersten Down, wo ich die Nachricht erhalten habe, dann wieder absolut Aufwind gegeben. Und ja, ich bin vor
einer Woche, am Freitag vor einer Woche bin ich operiert worden. Mir ist ungefähr so ein Ding vom Dickdarm rausgenommen worden und so kokosnussgroßes Karzinom. Da haben sie dann nicht mehr minimalinvasiv arbeiten können, sondern der Schnitt musste vergrößert werden. Jetzt ist er von hier bis hier ungefähr. Ja, die OP ist super verlaufen. Die haben 40 Lymphknoten mit rausgenommen und kein einziger ist befallen. Yeah! ja, also das ist auch schon mal super Nachricht und ich hoffe, dass das so weitergeht. Also bisher lief es super und die OP, ich habe es top überstanden, muss ich sagen. Ich bin im Krankenhaus Agatha Ried. Muss dazu sagen, dass Agatha Ried, das ist bei Miesbach, allgemein jetzt nicht so den besten Ruf hat. Aber wie das so mit so Rufen ist, bleibt das Schlechte immer hängen und das Gute wird nie gesagt. Also ich muss sagen, das ist natürlich auch speziell ein Darmkrebszentrum, das ist zertifiziert. Das ist was Größeres und was Spezielleres. Die kennen sich wirklich aus und die Jungs und Mädels, die sind einfach top. Ich muss sagen, ich hätte es gar nicht besser erwischen können. Das ist bei mir mehr oder weniger um die Ecke und ich fühle mich total gut aufgehoben. Die Ärzte sind spitzenmäßig. Das ist wirklich der Brüller. Und ja, ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, ich freue mich drauf, wenn das mit der Leber dann daherkommt, weil das wieder eine OP ist. Aber ja, mir ist zumindest nicht Angst und Bange. Und ihr merkt schon, ich bin so gut drauf. Ich konnte jetzt, wir sind gestern schon unterwegs gewesen, sind 5 Kilometer gewandert. Und heute mache ich wieder eine kleine Runde und wollte das Video aufnehmen, weil mir das ganz wichtig ist, dass ich eine Rückmeldung gebe. Ja, so darf es weitergehen. Also es darf besser werden ohne Krankheiten und Scheiß. Ja, die letzten Jahre war jetzt nicht ganz so einfach. Seit ich nicht mehr arbeite, ist ganz schön was los gewesen. Aber ja. Husten ist noch ein bisschen schwierig. Ja, Freunde, jetzt habe ich noch ein Anliegen. Also wer ähnlich doof ist als wie ich und meint, sowas repariert sich von alleine, dem wollte ich was mit auf die Reise geben. Die Medizin heutzutage ist offensichtlich so voller Wunder, das ist unglaublich. Also der Arzt hat gesagt, die letzten 15 Jahre hat sich da so viel getan. Sie sind um vieles schlauer und bei Darmkrebs weiß man ja, es muss keiner mehr dran sterben. Und mich hat das überrascht. Also zuerst mal hat es mir natürlich niedergeknüppelt, wo das mit der Leber gesagt worden ist, dass da eine Metastase dran ist. Da denkst du an alles, aber nicht, dass man das heilen kann. Und der hat von Haus aus beim ersten Gespräch, nachdem er alle Informationen, die bildgebenden Geschichten alle gesammelt hatte, hat er gesagt, kriegen wir hin, heilen wir. Und das ist die Message. Macht es nicht so wie ich und wartet ewig lang, dass es vielleicht von selber besser wird oder dass es eh nichts ist. Wenn ihr es habt, dann habt ihr es. Dann geht es auch nicht von alleine weg. Da muss man was tun. Und lasst euch untersuchen. Lasst euch durchchecken. Und lasst es machen. Meine Erfahrung ist absolut positiv in dem Sinn. Und ich kann euch nur diesen einen Rat geben. Also da muss ich sagen, ich bin zwar immer einer, der sehr kritisch mit Deutschland ins Gericht geht und mir gefällt nicht alles, aber das Gesundheitssystem, wenn du davon aufgefangen wirst und wenn man sich gut aufgehoben fühlt und man mal und das Ruder mal abgeben kann,
ruhigen Gewissens und das klappt auch alles, dann ist man schon froh, dass man hier ist. Also, wie gesagt, habt vor diesen Untersuchungen und dem Ganzen, was da kommen kann und könnte, keine Angst. Ohne hätte ich wesentlich mehr Angst. Ja, also es geht jetzt so weiter. Ich bin jetzt operiert worden. Ich kriege auch 3-4 Chemos. Und dafür setzen die Ende April hier so einen Zugang, so einen Port nennt sich das, wo das Zeug durchgepumpt wird. Das wird so 1,5-2 Monate dauern, bis das rum ist. Dann kommt die OP an der Leber und dann sollte das, wenn alles glatt läuft, soll es das gewesen sein. Ja, das wird also Sommer würde ich mal sagen, Juli, Mitte Juli sollte das, wenn alles gut ist, überstanden sein. Mit Nachuntersuchungen und so weiter, aber dann habe ich erstmal ein bisschen Ruhe oder wir und dann wieder Zeit. Ja, und wenn das alles rum ist, ums Eck und oder, wenn wir mal so Zeitfenster dazwischen drin haben, dann wollen wir auf alle Fälle was unternehmen, also so Kleinigkeiten. Und wenn es darüber Filmmaterial gibt, das man auch verwerten kann und das einigermaßen brauchbar ist und für euch ein bisschen einen Benefit bringt, dann werden wir da gerne auch ein Video drüber machen. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr wollt nicht Videos über meinen Krankheitsstand oder Status haben, dass man da einen Vlog drüber macht, mehr oder weniger, oder in Abständen, also da gehe ich mal schwer davon aus, nö, dafür ist der Kanal auch nicht da. Wir sind ja eher ein Spaßkanal, Spaß und Unterhaltung, und das ist ja jetzt schon eine ernstere Geschichte. Aber wenn wir Unternehmungen machen, und ich gehe mal davon aus, ich bin echt ein guter Heiler, Healing Hands, dann machen wir was, dann zeigen wir auch was. Und ich bin absolut selber von mir begeistert, dass ich nach einer Woche schon wieder rumlaufe. Als wäre, wenn mich wer nicht kennt und das nicht weiß oder so, der denkt nicht, dass ich vor einer Woche auf der Intensiv 2 Tage gelegen bin. Allerdings nicht, weil es mir so schlecht gegangen ist, sondern einfach, weil die machen das zur Sicherheit und das Problem ist, bei viel Liegen geht die Sauerstoffsättigung runter und deswegen, das wollen die immer unter Beobachtung haben und deswegen war das 2 Tage auf der Intensiv. Ansonsten ging es mir da schon gut. Ich bin am 2. Tag konnte ich schon wieder aufstehen. Ja, so, also es gibt Videos, allerdings nicht in der gewohnten Form. Wir wissen noch nicht, was wir da machen, aber wir sind auf alle Fälle weiterhin aktiv. Sobald es geht und was geht und werden kleine Videos von unseren kleinen Unternehmungen und von den kleinen Abenteuern machen. So seid ihr es ja gewohnt auch. Also, ich sage mal, wir sehen uns öfter wieder, hoffentlich. Und bis dahin, macht's es gut! Husten tut weh. Ja, ich wollte noch einen Nachschlag geben. Und zwar, ich habe ein paar so Lebensmotten. Und eins davon ist radikale Akzeptanz. Da denke ich mir immer, ja, eigentlich weiß man ja, dass irgendwann einmal das Leben endet. Und das ist unabänderlich. Und man muss sich einfach die Zeit bis dahin so gut wie es geht mit schönen Erlebnissen irgendwie anreichern, weil das ist das, was, glaube ich, im Endeffekt zählt. Und man darf sich durch nichts und niemanden die Zeit, die man hat, vermiesen lassen.
Deswegen sollte so eine Diagnose, egal ob die jetzt positiv oder negativ ist, sollte nichts daran ändern, dass man im Leben schaut, dass man Spaß hat. Und ja, das finde ich ganz wichtig, die Message. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Und dann das andere, das ist, ich denke mal immer, ich in meinem Alter brauche mich überhaupt nicht beschweren, dass ich vielleicht kein Leben gehabt hätte, wenn es mich jetzt getroffen hätte. Ist ja nicht der Fall. Aber was soll ich mich beschweren, wenn es auf der anderen Seite Kinder gibt, die mit 2 oder 3 Jahren das Leben aushauchen, wo es vorbei ist. Die hatten kein Leben oder nur ein sehr kurzes. Was hätte ich für einen Grund, mich zu beschweren? Wir sehen uns 2024 und es geht weiter. Wie heißt es immer so schön? Bis dahin macht's es gut!